Schön, dass du da bist. Die dritte Rauhnacht. Dem Zeichen der Fische entsprechend. Es ist eine Achtsamkeitsreise, eine meditative Einstimmung, Zeit für dich, für diese Rauhnacht. Und du kannst diese Zeit jetzt einfach auch als Grundlage, als Einstimmung nutzen zum Orakeln. Tja, falls du das machst, für den Monat März 2023. Was da für Kräfte zur Verfügung stehen oder was dich unterstützt, je nachdem, wie du orakelst. Oder du kannst diese Achtsamkeitsreise jetzt einfach als Zeit für dich sehen, um die Rauhnächte, diese magische Zeit besonders achtsam, meditativ zu nutzen, um dir selbst Raum zu geben, um das alte Jahr 2022 sanft und liebevoll abzuschließen und ins neue Jahr zu gehen, dich dafür zu öffnen, fürs Jahr 2023. Es ist eine Zeit des Übergangs. Wenn du bereit bist und offen von Herzen, dann such dir jetzt eine angenehme Position, sodass es dir gut geht. Aber vielleicht magst du einfach auch ein paar Schritte gehen, so wie ich im Wald und das Grün der Nadelbäume. Und das Moos, gerade sehe, den blauen Himmel, die klare Luft, atme. Spür einfach rein, gell, wie es jetzt gerade für dich passt. Und fühle. Fühle und spüre und fühle und spüre und fühle und spüre, wie sich der Brustkorb hebt und senkt. Ganz natürlich mit jedem Atemzug automatisch sanft. Ganz natürlich. Ganz natürlich fühlst du deine Mitte mit Achtsamkeit, gerade eben jetzt. Du wendest dich dir selbst zu. Mit jedem Atemzug. Sinkst du in dich und wendest dich jenem Anteil zu, der dem Tierkreiszeichen Fische entspricht. Und es ist, als würde sich in deinem Herzensraum, in deinem mittigen Raum
Ein Ozean eröffnen. Wasser. Alles Wasser. Unendliche Weiten von Wasser. Überall Wasser. Und mit deinem Atem. Es ist so, dass dieses Wasser, dieser Ozean, der du bist, an Farbkraft und Tiefe gewinnt. Ich bin unendliche Tropfen. Vereint im Ozean, denn alles ist eins. Alles ist eins. Alles ist eins. Nutze jetzt diesen Moment jetzt, ganz genau jetzt, um zu spüren, was das mit dir macht. Überall Wasser, Tiefe, so viel Wasser und Unsichtbares unter der Wasseroberfläche in dir selbst. Geheimes, Verstecktes, Mysteriöses in dir. Wie spürt sie das an? Versuche ganz ruhig und gleitend zu atmen und schau, ob die Wasseroberfläche des Ozeans, der du bist, ruhig ist, glatte Oberfläche oder ob da eine Bewegung ist auf diesem ozeanischen, zauberhaften Energiewesen, das du bist. Und falls Wellen da sind und du würdest dich wohler fühlen, wenn die Oberfläche ruhig wäre, dann mach sie ruhig durch deinen Atem, indem du langsamer atmest. Alles ruhig in mir. Alles ruhig. Alles ruhig. Und beobachte, wie du selbst die Bewegung deines Ozeans, deiner Gefühlswelt, die du bist, liebevoll kräftigen kannst. Und das, was jetzt sie zeigt, ist,
dass du. Durch Worte der Liebe, die du dir selbst schenkst, genau jetzt, dieses Wasser, das du bist, ein Stück weit mehr ehrst, würdigst und annimmst. Indem du sprichst, ich bin unendliche Tiefen, Unsichtbares, aber Fühlbares. Ich bin Mysterium. Ich bin Bewusstsein, das unter der Oberfläche liegt, und ich liebe mein Unterbewusstsein. Ich nähre alles Unbewusste. In mir. Ich liebe meine Intuition, meine Traumwelt und alles nicht Greifbare, unbegreiflich. Wunderschön und zauberhaft fühle ich das Unbegreifliche in mir. So sei es. So sei es. So sei es. Gib dir Zeit, mit ein paar ganz bewussten Atemzügen diese Reise zu dir selbst sanft und langsam abzuschließen, abzurunden. Viel Segen für dich, Stella.